Kurz vor 12 Uhr geht bei der Feuerwehr in Heilbronn der Alarm ein. Das Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Heilbronner Turmstraße steht in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt, aber ein gehbehinderter Mann musste mit der Drehleiter aus dem zweiten Stock gerettet werden. Alle anderen Personen konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Feuer an einem Gasgrill und der Dunstabzugshaube eines Kebab-Schnellrestaurants im Erdgeschoss ausgebrochen. Der Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Die Berufsfeuerwehr Heilbronn und die Freiwilligen Feuerwehren aus der Kernstadt, aus Böckingen, Eggergartach, Klingenberg, Kirchhausen, Biberach und Frankenbach waren mit 12 Fahrzeugen und 62 Mann im Einsatz. Die Feuerwehr hat ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern können. Spezialisten des Polizeipräsidiums Heilbronn haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.